Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Kingdom Come Deliverance from the Ashes, hierbei heißen wir auch Zock. So, uns ist hier mein Freier abhand gekommen. Den habe ich verjagt, weil ich den falschen Knopf gedrückt habe und die Junkmite ist auch gleich hinterher. Also ich weiß jetzt nicht, wie wir hier einen Freier finden sollen sonst noch. Angeschrieben sind die ja in dem Sinne nicht. Ein Dorfbewohner, Oh, hier haben wir noch. Ja genau, das ist doch der Matthias, der Kollege von Fritz, der draußen steht. Die haben wir in, wo war das denn? In Sasau, glaube ich. Haben wir die kennengelernt. Das ist Kollege Würfeltisch. Ja, sollen wir den mal fragen? Wisst ihr was, bevor wir den nach irgendwas befragen, beziehungsweise dass der eine Quest auslöst, gucke ich mal, ob ich ihr die 20 Groschen nicht einfach geben kann. Nee, stehlen könnte ich. Nein, das macht nicht viel Sinn. Ja, sonst... Oh, da kommt die Schank mal wieder. Kann ich mit der reden, statt dass ich sie beklaue? Hallo? Nein, auch nur stehlen. Das ist ein Elend. Fehlt da nicht noch einer? Einer ist abgehauen. Okay, das war wahrscheinlich der Freier. Dann können wir das sowieso vergessen. Und jetzt hier jeden irgendwie beklauen. Auf, ja, Verdacht hin, dass er vielleicht dieser Freier ist, der das Geld hinterzogen hat. Nee, das bringt nichts. Mit ihm haben wir schon geredet. Ja, gut. Hui, hui, hui. Ja, okay, kommt. Dann wisst ihr was, dann machen wir Folgendes. Wenn wir die auch nicht aussagen können, die Frau, dann reden wir mal mit dem guten Matthäus. Ich bring sofort. Hier ist dein Anteil. Welcher Anteil? Welcher Anteil? Was zum Teufel faselst du da? Naja, diese Sache mit Thomas. Irgendwie fiel uns sein Ring in die Hände. Welcher... ah, genau. Welcher Thomas? Thomas? Wer ist das? Der Vormann bei der Ledetschkoer Mühle, wo du Arbeit besorgt hast. Seid ihr verrückt? Wenn jemand erfährt, dass ihr ihn bestohlen habt, gibt's mächtig Ärger. Beruhige dich. Genau genommen war es kein Diebstahl. Wir wissen, dass er den Ring selbst geklaut hat, also ist er auch geliefert, wenn er das Maul aufmacht. Ja, geklautes Klauen ist auch Klauen. Ich brauche Arbeiter. Nee, das passt jetzt nicht. Wo habt ihr ihn verkauft? Ich will einen größeren Anteil. Nee, ich würde mich interessieren, wo sie den losgeworden sind. Wo habt ihr jemanden gefunden, der ihn gekauft und keine Fragen gestellt hat? War nicht leicht. Aber dann hat Fritz an Andreas gedacht. Wer ist Andreas? Andreas? Der Wirt hier. Man erzählt sich allerlei Dinge über ihn. Und wie ist's mit ihm gelaufen? Also, zuerst war er sich unsicher. Aber als er den Ring gesehen hat, hat er ihn uns abgekauft. Ehrlich gesagt überrascht mich das nicht. Immerhin geben wir das Geld sowieso wieder bei ihm aus. Okay, ich verziehe mich und was als nächstes? Und was habt ihr als nächstes vor? Jetzt, da du es erwähnst... Sag schon, was habt ihr jetzt wieder ausgeheckt? Die Macht der Gewohnheit. In Sasau haben wir versucht, artig zu sein. Ja, das ist schwer. Das haben wir auch schon versucht. Und rauflustig. Genau. So artig, dass ihr einen Grünschnabel verdroschen habt. Ganz genau. Wir mussten in der Mühle malochen. Die Müllerstochter? Und habt der Müllerstochter schöne Augen gemacht. Und wir wurden fortgejagt. Ja. Das einzig Lohnende war, diesen Drecksack zu verhauen, seinen Ring zu klauen und den Andreas zu verscherbeln. Ihr könntet euch da ganz schön in was reinreiten. Und in was? Keiner hier schert sich einen feuchten Furz um das Gesetz. Und wenn wir einem Dieb eins in den Wäldern überziehen oder einen Wagen mit Vorräten für Sigismund überfallen, raubt mir das auch nicht den Schlaf. Diese Schweine hätten Schlimmeres verdient. Aber dafür ist Herr Hanusch da. Was können wir schon ausrichten? Wach auf, um Himmels Willen! Es herrscht Krieg! Die haben unsere Eltern aufgespießt und verdammt nochmal unser vermaledeites Dorf niedergebrannt! Juckt dich das überhaupt nicht? Ja, das ist alles in deiner Zeit vielleicht. So, aus der Zeit, aus der wir kommen, da ist der Krieg vorbei. Eigentlich. Aber okay, wir sind natürlich mitten im Spiel drin mit dieser Quest. Du weißt, dass es das tut? Doch, natürlich. Und jetzt zieht eine plündernde Horde von Schweinen durch Scarlet. Diese Ärsche stapfen über die Asche von Jeremia, Desmond, Siegfried und Tristan. Sollen wir sie uns vorknöpfen? Aber ich weiß nicht, ob da Fritz und Matthäus die richtige Verstärkung sind. Hacken wir diese Bastarde in Stücke, einen nach dem anderen. Ich kann das nicht hinnehmen, Heinrich. Selbst wenn ich es allein tun muss, ich werde mich rächen. Okay, sollen wir uns rächen? Wir lassen diese Hunde vor Angst erzittern. Du wirst nicht allein dastehen, wir machen ihm mal Mut. Du bist nicht allein. Genau. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Ich wusste es. Ich würde mich aber noch nicht allzu sehr auf Matthias verlassen. Was sollen wir unternehmen? Ich würde mal sagen, wir fragen ihn jetzt mal noch wegen Pribislavitz.
Hey, ich habe da etwas in Pribislavitz laufen, aber es gibt Probleme und ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Tut mir leid, Heinrich, alter Freund, aber ich habe genug eigene Probleme. Ein anderes Mal, wenn die Dinge besser stehen. Okay, das ist gar nicht so einfach, die Leute hier irgendwie dazu zu kriegen, dass sie mitkommen. ja, wenn man das macht hier. Wie sieht der Plan aus? Nun, ich dachte, der hiesige Wirt Andreas könnte helfen, aber der hat Bammel. Frag am besten Fritz. Er hat das mit dem Ring geregelt und kennt Andreas besser. In Ordnung, mache ich. Okay, ein paar Groschen haben wir ja bekommen. Maskerade, oha, wegen meines Anteils. Ich frage mich, haben wir alle gleich viel bekommen? Nein, du hast weniger gekriegt. Aha. Ja, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Wieso weniger? Weil wir ihn verscherbeln mussten, verflucht. Und vergiss nicht, wir hätten dir gar nichts geben müssen. Na, wer hat euch den Job besorgt? Na ist ja egal. Ja. Wir gehen mal zu Kollege Fritz. So, Spiel gespeichert. Mit dem Wirt könnte man natürlich auch versuchen zu handeln. Wo ist er denn? Da steht er doch. Hat der so ein Handeldingens und dass wir mit Glück dem was Vernünftiges machen können, von wegen Leute ausrauben? Was ist das denn? Hey, Heinrich kommt uns besuchen. Ne, der ist schon da. So, mal gucken, verkaufen. Ob wir dem vielleicht auch gestohlene Sachen verkaufen können? Ich weiß es gar nicht. Ja, der will hier nur spezielles Zeug. Okay, und das hat halt alles keinen Wert. Also keinen nominellen Wert hier. Das können wir uns schenken. Gut. Aber was ist denn mit Leute ausrauben? Wir sollen ja zuerst mit Fritz reden. Auf der anderen Seite, das interessiert mich jetzt trotzdem. Wenn ich jemanden ausraube... Bin nicht interessiert. Ah, okay. Lebe wohl. Okay, das wäre jetzt so die Vorstufe gewesen. Je nachdem, wenn der besser oder wenn wir das besser gemacht hätten, dann hätten wir vielleicht dem tatsächlich auch Diebesgut verkaufen können. Weißt du schon das Neueste? Mehr oder weniger. Dieser listige Fuchs führt uns an der Nase herum, was? Immer einen Schritt voraus. Deine Worte sind voller Bewunderung. Sein Täuschungsmanöver war allererster Güte, das musst du zugeben. Jemanden die Burg vor der Nase wegzunehmen, muss man erstmal schaffen. Als Verbündeten hätte ich ihn gern, aber nicht als Lehnsherrn. Manchmal ist es schwer, aus dir schlau zu werden. Nein, nein, ich bin ein einfacher Mann. Ich kümmere mich nur um den Profit, ganz gleich, wie ich dazu komme. Okay, das ist wieder mittendrin im Spiel eigentlich. Benötigst du Vorräte, das können wir uns schenken. Wir beenden das Gespräch, hat uns gefreut. Ja, dir auch alles Gute. Jetzt, hey. Ja, selber hey. Jetzt mal gucken, was der Kollege Fritz dazu meint. Grüß dich, werter Herr Ritter. Wie kann ich dienen? Wir kennen uns doch, eigentlich. Sollen wir ihn mal fragen wegen Arbeiter? Mach mal. Ich brauche etwas Hilfe. Ich bin jetzt der Vogt von Pribislavitz und... Der Vogt, hm? Nun, der Hochgnaden, ich würde gerne helfen, aber ich habe meine eigenen Probleme. Okay, wegen eures Plans, weshalb brauchen wir Andreas? Das Kloster will Geld von euch, wenn man das ich macht. Ich hörte, ihr habt vor, die hiesigen Schurken abzuziehen. Das wäre was, oder? Sonst haben wir bald nicht mal mehr einen Pisspot. Und der Wirt hier könnte dabei behilflich sein. Ganz genau. Mhm. Und wo liegt das Problem? Er meint, wir wären dem nicht gewachsen. Versuch du, ihn zu überreden. Das hast du schon immer gut gekonnt. Oh, und sag ihm, ich hab dich geschickt. Sonst jagt er dich zum Teufel. Okay, das können wir natürlich machen. Frag Fritz, wie die Dinge mit Andreas dem Wirt stehen. Das haben wir gemacht. Wie soll ich Andreas überzeugen? Weißt du, wie ich Andreas überzeugen könnte? Rede über Geld. Das war's? Ja, unser Freund der Wirt kann den Hals nicht voll genug kriegen. Okay, das machen wir. Dann lassen wir das mal aus mit dem Kloster. Das beendet nur die gute Stimmung. Das möchte ich natürlich nicht alles wirklich. Bitte. Ja, dir auch alles Gute. So, wieder zurück nochmal zu ihm. Jetzt sagen, dass wir von Fritz kommen. Falls das eine Pass etwas besser auf. Falls das, ja, falls das eine Option ist, die wir haben. Leute ausrauben. Wo haben wir das denn? Das müsste doch schon der Andreas sein. Ich gehe nochmal kurz raus. Moment, ich möchte mal gucken. Heißt du Andreas, Kollege? Jawohl, du heißt Andreas. Dann bräuchten wir dich. Was zur Hölle machst du? Ja, jetzt. Der hat ja eine Laune. Wo haben wir das denn? Das funktioniert ja eh nicht. Fritz schickt mich. Ah, jetzt geht's vielleicht. Ich würde gerne. Dem Herrn verlangt es nach Wein aus dem Keller. Ich hab ihn gleich da hinten. Nee, ich wollte über einen Raub sprechen, ganz recht. Sollen wir gleich zur Sache kommen? Machen wir mal. Nein, ich wollte jemanden... Ja, aber sicher ist der süffig. Hab ihn gleich da hinten. Der möchte nicht hier vorne darüber reden, würde ich mal meinen. Ich mach trotzdem mal, was soll das?
Rede ich mit einer Wand? Du müsstest uns jedes Mal sagen, wenn... Spitz die Ohren, du Dummdödel. Ich will hier nicht palavern. Komm mit nach hinten, um Herrgotts Willen. Ja, sicher. Ich komme. Keine schlechte Idee. Wie nett. Alles Gute. Okay, nee, nicht alles Gute. Wir folgen dir jetzt. So, lauf mal. Haben wir uns ein bisschen doof angestellt. Ja, war schon klar, dass er nicht hier vorne reden will. Aber ich wollte sehen, was er sagt. Und das hat sich eigentlich eh schon gelohnt, dass wir das mal mit angesehen haben. Aha, der hat hier nochmal eine kleine Kneipe sozusagen, privat. Oh, da geht's nochmal runter. Oh lala. Ja, der Keller halt. Oh, da wäre er fast hingefallen. Und eine Truhe, sehr schwer. Und was machen wir jetzt? Wir reden mit ihm. Fritz schickt mich. Hör mal, ich kann Fritz gut leiden. Kannte seine Mutti. Aber Matthäus spinnt. Leute ausrauben. Nur die, die es verdienen. Und du glaubst, das stört unseren werten Lehnsherrn nicht? Ist dir klar, in was für eine Scheiße ihr geraten könnt? Das ist eine Nummer zu groß für euch. Warum glaubst du nicht an uns? Es herrscht Krieg, niemand wird uns erwischen, es gibt viel zu holen, wir sind eigentlich überall überlegen. Machen wir mal eine auf aggressiv. Sehe ich so aus, als würde ich mich erwischen lassen? Du hast Eier, Bursche. Also schön, aber ihr werdet eine Verkleidung brauchen. Welche Verkleidung? Denkt nach. Ihr könnt nie sicher sein, dass keiner euch sieht. Das ist wahr. Wir müssen uns anders kleiden, oder? Seht euch an wie Kuman. Was? Ist doch logisch. Jeder weiß, dass die plündern. Wenn einer von Kuman ausgeraubt wird, fragt keiner nach, wer es war. Stimmt. Aber dafür brauchen wir Kumanenrüstungen. Die von einem Anführer. 3 Stück. Was? Wegen der Helme. Dank ihnen wird euch dann keiner erkennen. Und wo zum Geier sollen wir die herbekommen? Bei Scarlet treiben sich Kumanenbanden rum. Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, wo man sie findet. Sollen wir etwa ein Kumanenlager überfallen? Vor einer Sekunde warst du noch mordswichtig und mir nichts, dir nichts verlierst du die Nerven. Aber ein ganzes verdammtes Lager? Nein, Späher oder Deserteure. Am besten die, die sich abseilen oder leichter Beute machen wollen. Selbst Kumanen müssen mal schlafen. Benötigst du Vorräte? Das wäre jetzt auch die erste Frage gewesen, die ich jetzt gehabt hätte nach diesem Gespräch. Nein. Okay, das ist eine größere Quest. Okay, dann würde ich mal sagen, wir beenden das Gespräch mal. Das muss ich mir in Ruhe ansehen. Wir gehen mal raus an die frische Luft. Zack, komme ich hier raus. Jawohl. Da unten wäre noch eine Kiste gewesen. Er kommt ja auch gerade. Sollen wir den mal noch kurz ein bisschen beklauen? Ich weiß nicht, was der dabei hat. Also, was er dabei hat, was da unten drin ist. Vielleicht der Freier. Vielleicht finden wir... Ah, jetzt muss ich das auch noch knacken. Nein, dann lassen wir das, weil irgendwie ist das blöd, den jetzt beklauen. Das möchte ich nicht. Aber die Kumanlager, okay. Können wir nochmal mit... Nein, können wir nicht. Wo ist denn jetzt... Oh, die arme Frau steht immer noch da unten. Die wartet immer noch auf ihre 20 Groschen. Können wir nochmal reden? Macht das Sinn? Andreas sagt, wir brauchen Verkleidung, okay. Andreas meint, wir brauchen eine Verkleidung. Von Kumanen, und zwar mit Helmen. Was? Das wäre reiner Selbstmord. Wir haben nicht mal Waffen. Und selbst wenn, mit Kumanen können wir es nicht aufnehmen. Du hast nicht mal einen Stock, um zu kämpfen. Ein Angriff wäre Wahnsinn. Ach, du hast recht. Je mehr ich darüber nachdenke, desto verrückter hört sich das an. Pass auf, ich werde sehen, ob ich das irgendwie hinbekomme. Und ihr besorgt Waffen. Gut, sei vorsichtig. Okay, es bleibt wieder an uns hängen. Was haben wir hier denn für eine Übung? Ach so, Faustkampf. Okay, habe ich, glaube ich, schon mal geguckt. Das haben wir, glaube ich, nicht mehr nötig in dem Sinne. Kann ich nochmal mit Matthäus reden? Das ist ein Dorfbewohner, dich kennen wir schon. Ist das dein Ernst? Wo ist denn der Kollege? Olena. Jetzt kann ich mit der Schankmaid reden. Moment, hey. Das machen wir mal noch schnell. Lass uns handeln. Nee, das bringt alles nichts. Ich dachte, vielleicht weiß sie, wer der Freier ist. Von wegen, dass wir eben fragen. Wer ist denn hier der Schuldner? Da ist Matthäus. Es ehrt mich, dass ein Ritter... Ja, genau. Ich will einen größeren Anteil. Nein, möchte ich nicht. Gut, ja, dann müssen wir wohl nach Scarlet. Ich muss mal kurz auf die Karte gucken, ob da irgendwas passiert ist. Und vor allem sollte ich mal schauen, haben wir irgendwie Hunger oder so? Sattheit 75? Geht eigentlich noch. Ja, die Frau da hinten, die tut mir leid, aber das wird mir jetzt hier irgendwie zu wild, wenn ich die alle durchsuchen muss.
Einmal Rübe waschen, denkst du, geht nicht. Ist einfach kein Wasser drin. Also Zustände sind das hier und sowas nennt sich Wirtshaus. Gut, ich wollte kurz zur Karte. Beziehungsweise Questlog, Maskerade. Andreas der Wirt, okay, muss das Heim beschaffen. Wichtig ist, dass sie über einen Gesichtsschutz verfügen. Okay. Mal klicken. Ach, das ist ja hier relativ ordentlich verteilt. Gut, dann wäre das erste Mal hier. Nicht unweit von der Schenke. Mal schnell raus auf die Map. Ne, jetzt haben wir das hier wieder nicht mehr. Moment, wieder rein. Wieder zur Quest. Und hier mal diesen hier. Ja, okay. Was haben wir denn hier noch alles angedadelt? Eigentlich nichts. Das müsste doch klappen, dass man das sieht. Und sonst ist ja eigentlich egal. Es ist halt irgendwo hier vorne. Oder sollen wir das der Reihe nach machen? Nein. Ich glaube, das tut nicht Not. D, B, C. Wo haben wir den A? Hier unten. Beschaffe 3 Kommandos. Ja, okay, das ist sozusagen der Ausgang der Quest. Gut. Wir bräuchten ein Pferdchen. Oder haben wir da eine Schnellreise? Kaum. Das war irgendwo hier. Da wäre auch noch ein Questgeber. Nach Thalenberg könnten wir. Wenn ich jetzt wüsste... Ja, dann werden wir eh noch überfallen. Nee, nee. Machen wir das doch mit Burak zusammen. Wir reiten ein Stückchen. Okay, in welche Richtung wäre noch interessant? Ich glaube eher nach hier hinten wäre das. Ja. Und ist ja auch eine schöne Gegend. Ist halt auch wieder relativ waldig das Ganze. Da höre ich doch schon wieder irgendwelche komischen Tiere. Von wegen. Da fällt mir ein. Nee, die haben wir ja gefangen. Diese. Was waren das? Was haben wir gejagt? Wie hießen die Tiere? Irgendwelche Vögel. Keine Ahnung mehr. Aus den Augen, aus dem Sinn. Ist aber auch nicht so wichtig. Aber irgendwie haben die doch ähnlich geklungen. Nachtigallen waren es. Genau, Nachtigallen. Sie sangen so schön wie eine Nachtigall. Oh, herrlich. Das weite Land. Ich reite jetzt einmal mein Stückchen, gucke auf die Map und stelle dann fest, dass ich falsch bin. Questlog. Nee, passt. Wir müssen ein bisschen eher in die Richtung noch. Das wäre dann hier oben. Dann düsen wir hier mal durch. Habe ich da eigentlich ein Dingens hingesetzt? Nein, habe ich nicht. Wo war das? Plus, minus hier. Ich kann mir das irgendwie nicht wirklich schön merken. Ist aber egal. Wir müssen einfach Richtung Fluss kommen. Plus, minus. Ja. So. Hü-hüpf. Und hier einmal rein. Und einmal übel querfeld ein. Cool. Ich mag das hier mit Burak durch den Wald durch. So querfeld ein hat einfach was. Mal gucken, vielleicht finden wir sogar noch irgendwas anderes Interessantes. Wahrscheinlich eh, weil die Wälder sind eigentlich voll mit irgendwelchen Sachen. Da unten sehe ich zum Beispiel schon mal ein Lager. Okay, ist das unser Lager? Wir werden es gleich wissen. Jawohl, das ist es. Okay, wir steigen mal ab. So, einmal bewaffnen. Und vielleicht... Ja, sicher ist sicher, würde ich da mal behaupten. Einmal speichern. Wenn es nichts kostet, kostet es nichts. Okay, danke schön. Und dann gehen wir mal gucken. Zwei sehe ich schon mal. Ich weiß halt nicht, sind das nur die beiden oder sind das mehr? Wenn ich jetzt angreife... Ne, da unten sind auch noch welche. Ihr könnt natürlich hier auch in Schleichmodus gehen. Steht da auch noch einer? Das sind arg viele. Ich kann ja mal gucken, wenn ich den hier angreife und der keinen Alarm schlägt... Dafür müsste ich aber von hinten rankommen. Dolch hätten wir. Mal schauen, ob das vielleicht klappt mit dem lautlos Töten. Na? Stehlen steht da. Nee, ich wollte ihn eigentlich umbringen. Und jetzt haben wir sie alle am Hals wahrscheinlich. Der ist nicht mehr bewaffnet so richtig. So. Na, da hinten steht noch einer. Sehe ich doch. Glatt, dass da hinten noch einer steht. Da kommen schon wieder die Pfeile geflohen. Ich muss mal kurz hier weg. Ob das richtig war, das ist halt dann doch eher fraglich. Oh, da gibt's Haue. Einfach so ein ganzes Command-Lager angreifen, das kann es eigentlich nicht sein. Ich müsste hier mal durch, weil der hier, der stört mit seinem Pfeil und Bogen. So, den hätten wir. Oh, lala. Ja, gleich sind wir tot. Na, das ist ja Halleluja. Na, ich habe ja nicht umsonst gespeichert. Ich glaube, das müssen wir mit Pfeil und Bogen machen. Anders werden wir das wahrscheinlich nicht überleben. Das sind auch zu viele. So, jetzt geht's mit letzter Kraft. Ja, und das war die letzte Kraft. Okay, da haben wir uns ein bisschen überschätzt. Oder ich
Hab den Heinrich ein bisschen überschätzt. Das geht halt immer noch nicht, dass man einfach ein ganzes Kommandolager platt macht. Weil hätten wir jetzt die zwei oder drei erwischt, ja, hätte auch nicht viel gebracht. Gut, jetzt stehen wir hier und kommen irgendwie so nicht weiter. Was macht man denn da am besten? Questlog? Optional? Okay. Beschaffe drei Kommandohelme mit Gesichtsschutz. Kann man das auch irgendwie anders machen? Wahrscheinlich ja, aber im Endeffekt müssen wir, im Prinzip müssen wir einzelne Kuman wahrscheinlich eher erwischen. Das hat er ja auch gesagt, irgendwelche Leute, die da rumstreuen und so weiter. Ich frage mich halt, habe ich denn den Dolch dabei? Weil eigentlich müsste man doch, ja, wir haben den Dolch. Wenn wir uns anschleichen, müsste man den da unten doch eigentlich ermorden können, ohne dass das gleich jeder mitkriegt. Vielleicht unbewaffnet? Vielleicht geht das nicht, wenn wir hier die ganzen Sachen in der Hand haben. Ich teste das mal nochmal. Und sonst haben wir gleich wieder einen Kampf am Hals. Meint er uns? Ich hoffe nicht. So, wie sieht's aus? Das hat ja schon mal bestens geklappt. Okay, Moment. Irgendwie, es hätte geklappt, wenn ich es richtig gemacht hätte. Ich wollte eigentlich hier Pfeil und Bogen haben. So, nicht treten. Das macht man doch nicht. So, nimmst du Pfeil und Bogen, bitteschön? Ach, dafür benötige ich Pfeile. Das ist mir soweit klar. Haben wir denn keine? Was haben wir denn an guten Pfeilen? Verbesserter Spitzpfeil. Der wäre relativ gut. Da haben wir aber nicht allzu viele von. Wir nehmen mal gewöhnlichen Pfeil, weil davon haben wir ganz einfach genug. So, einmal. Der hat, glaube ich, nicht getroffen. Und dann immer ein bisschen flüchten. Okay. Hat er getroffen? Doch, müsste. Der hat auch getroffen. Paling! Wie es Paling macht. Oh, das prallt irgendwie ab, das Ding. Okay, dann sind die Pfeile wahrscheinlich einfach falsch. Nochmal kurz rennen. Nochmal kurz, zack. Und dann doch andere Pfeile suchen. Wir brauchen irgendwelche Pfeile. Schaden 80, Wundpfeil. Da haben wir 15. Welche sind denn gut gegen Rüstungen? Das ist natürlich die Frage. Langstreckenpfeil? Wir nehmen mal die. Da haben wir 15 Stück davon. Okay. Einmal im Bauch rein. Das ist schon mal schön. Jetzt sind wir schon wieder bei Kollege Pferd. Ja. Haben wir dich? Ich hoffe ja. Irgendwie, die sind stabil. Okay, und jetzt hänge ich irgendwie fest. Moment, hier ist irgendwie ein Stein im Weg. Die sind sogar sehr stabil. Aber kann ja sein, dass wenn wir die haben, dass wir dann schon mal zwei Helme haben. Das wäre natürlich möglich. Ah, genau. Ins Schild rein. Ah, daneben. Hallo Hoppelhase. Der schüttelt schon den Kopf hier. Ja, die sind sehr stabil. Aber eben, da sind wahrscheinlich auch die Pfeile nicht wirklich ideal, habe ich das Gefühl. Vor allem, wenn man nicht trifft, ist es natürlich auch nicht wirklich besser. Oh, wie die hinterher rennen. Könnt ihr nicht einfach mal abhauen? Habe ich schon wieder keine Pfeile mehr? Ich habe schon wieder keine Pfeile mehr. Ich versuche es mal nochmal so. Oh, Moment. So, zück doch, Kollege Schwert. Ich habe doch die 1 gedrückt. Jetzt klappt's. So, weil wir sind noch nicht wirklich allzu sehr verletzt, aber gegen die beiden könnte es natürlich eng werden. Oh ja, jetzt fängt das schon wieder an. Wir haben eigentlich einen Kampf. Oh, geh weg. Nicht wirklich viel Chance. Ich muss ja nochmal wechseln. Da kommt schon der Nächste. Ich renne mal ein bisschen davon. Wir waren schon wieder Pfeile. Uns gehen dann langsam die Pfeile aus, so wie das aussieht. 101 Jagdpfeil. Da machen wir das aber mit Jagdpfeilen. Es hilft ja nichts. Passt es dann langsam, Kollege? Der ist ja stabil. Was für ein blöder Kumane, der nicht aufgibt. Ich treffe ihn halt auch nicht wirklich schön. Habe ich den getroffen? Weiß nicht. Die prallen ab. Das sind wieder irgendwelche Käsepfeile, die nicht funktionieren. Der hat geklappt. Okay, ist immer die Frage, wo man ihn trifft. Der hat auch getroffen. Er gibt immer noch nicht auf. Der ging wieder schön daneben. Der hat wieder getroffen. Vielleicht eher ein bisschen hier in den unteren Bereich. Ja, in den Bauch zum Beispiel.
Wenn das der Bauch war, da würde ich jetzt nicht wetten. Ja, wieder daneben. Bisschen Abstand gewinnen. So, da kommt er schon daher gerannt. Oh, und er schenkt uns gleich mal ordentlich ein. Nochmal rennen. Aber weit komme ich hier nicht mehr. Ah, das sind immer noch die beiden. Ja, das wird wahrscheinlich wieder nicht klappen. Da bin ich nicht wirklich guter Dinge. Ah. Die gehen aber auch echt nicht tot. Also das ist irgendwie kaum zu glauben. Habe ich schon wieder keine Pfeile mehr? Doch, ich habe noch. Aber wir sind schon wieder mit letzter Kraft unterwegs. Nochmal, jetzt wollte ich nochmal rennen. Funktioniert nicht. Okay, wir laden nochmal. Das muss irgendwie anders gehen. So funktioniert das nicht. Da ist die Frage, wie das geht. Wahrscheinlich tatsächlich irgendwie rumreiten und darauf hoffen. Also in der Gegend, wo jetzt diese drei Lager sind, und darauf hoffen. Das war halt tatsächlich irgendwie, ja, so eine Art Streife erwischen. Irgendwelche zwei, drei, die da irgendwie was überfallen. Weil, also, ein ganzes Kumanlager, wir haben uns jetzt schon an Zweien hier die Zähne ausgebissen. Da sehe ich mehr als nur schwarz. Das wird nicht klappen. Da müssen wir gucken, wie wir das sonst machen. Was meinst du denn dazu, Burak? Das war jetzt irgendwie nicht wirklich. Nein, das war nicht. Da hast du völlig recht. Naja, gut. Wir haben natürlich auch immer noch Kollege Schwert. Wisst ihr was? Jetzt gucke ich nochmal schnell. Haben wir beim Pferd? Habe ich doch eh geguckt. Nee, wir bräuchten halt tatsächlich mal noch irgendwie so einen stumpfen Schlagstock. Den haben wir wahrscheinlich in der Kiste. Irgendwo hatten wir mal einen. Aber die Kiste ist gerade nicht da. Damit kommt man eben besser an gegen Rüstungen. Das Schwert selber, das ist gegen Rüstungen eben nicht wirklich ideal. Naja gut, wir gucken mal, wie wir das in der nächsten Folge machen. Danke fürs Zusehen. Hoffe, hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns, jo, hoffentlich morgen wieder. Der Burak, der Heisi und ihr. Bis denne. Tschüss.